Hallo Leute, willkommen beim Sims 4 Rags to Riches Landleben. Dies ist Teil 19. Jo, Mika ist immer noch super traurig wegen der ihr unbekannten Schwester, die gestorben ist an Altersschwäche. Aber, ach, sie ist auch traurig. Ja, klar, sie ist ja die Mutter von der unbekannten Schwester. Jetzt gucken wir mal, vielleicht kann Jenny sie ja irgendwie trösten. Aha. Hereinbitten, machen wir erstmal hereinbitten. Wir müssen ihr ja auch die neue Bude zeigen. Freundlich, mal gucken. Bitten zu trösten wäre doch was. Kennenlernen. Familienrat geben, das hilft. Fragen, ob Meerjungfrau ist. Rabatttag Stimmung teilen. Um Rat bitten. Ja, es sind immer noch 2 Tage, das ist aber heftig. Geteiltes Leid. Ja, da sitzen sie jetzt. Na, da können wir jetzt auch mal ein kleines Erinnerungsbild machen. Weil es ist auch schön, wenn Jenny zu Besuch ist und man sitzt gemeinsam in der frisch renovierten Küche. So, das ist jetzt nicht so toll. Aber die andere Wand vom Schlafzimmer hätte ich gerne draußen. So ist doch ganz nett. So, jetzt könnt ihr weiter quatschen. Oh, mir gefällt das jetzt hier drinnen ganz gut. Vielleicht bräuchte man noch einen netten, kleinen, runden Teppich unter der Essgruppe. Also man kann da schon noch einiges machen. Das machen wir so nach und nach, denke ich. Über Probleme beschweren. Na, jetzt geht's ja schon wieder besser. Was hat sie denn da? Hühnerliebe, weil erfolgreich ein Huhn gespeichert. Ja, Jenny, guck, wir haben jetzt ein richtiges Bad mit Badewanne. Da könnte sie auch sich selbst Zuspruch geben, die Mika. So wie die Jenny das macht. Ja. Und ich denke mal, wenn sie sich hier Zuspruch gegeben hat, sind immer noch 2 Tage. Ist aber hartnäckig. Eigentlich müsste das doch langsam weniger werden. Jenny, hast du nicht ein, wir können mal sagen, um Geschenk bitten. Gibt's das? Vielleicht kann sie ihr so einen Trank geben. Freundlich, Aktionen. Aktionen ist irgendwie immer... Geschenk geben können wir natürlich machen, aber... Ich dachte eher so ein Trank, um einen Trank bitten. Oh, wer kommt denn da? Wir probieren es nochmal mit über Probleme beschweren und Michel Wagner. Ein Bruder. So viel Besuch. Dann machen wir mal um Rat bitten. So, vielleicht hilft das ja. Aber bisher ist die Zeit noch gar nicht runtergegangen. Ja, ich habe mir auch gedacht, wir haben ja noch ziemlich viel Geld. Es wäre eigentlich ausreichend Geld da, um einen Swimmingpool zu bauen. Und den könnte man im Winter vielleicht sogar überdachen, den Swimmingpool. Dann ist es nicht kalt. Weil jetzt im Fluss baden ist ja doch ein bisschen kühl. Und einen Teich, so einen netten kleinen Teich, möchte ich auch gern bauen. Aber vielleicht mache ich das hier vorne, so einen kleinen Zierteich. Sie braucht halt einen Swimmingpool, um ausgiebig drin zu schwimmen. Und ich dachte mir, der wäre vielleicht hier ganz gut. So, da will ich jetzt auch nicht so lange bauen und ausdekorieren, sondern mehr so einen schnellen Pool.
Pool bauen. Oh ja, und später können wir den dann immer noch ausdekorieren. Das ist schon teuer. Aber er muss eine gewisse Mindestgröße haben für sie. So, und jetzt setze ich da so ein Dach wie dieses hier drüber. Wie? Geht nicht? Warum denn nicht? Vielleicht muss ich es größer machen. Ich guck mal, ob es geht, wenn es größer ist. Man kann kein Dach über den Pool setzen. Dach muss auf einer Basis errichtet werden. Und wenn ich jetzt das Dach hierhin mache und den Pool da reinschiebe, dann ist das Dach weg danach. Na gut. Da müsste ich also auch noch Wände bauen. Ich fürchte, das ist finanziell gar nicht mehr drin. Mal gucken. So. Das kostet 600. Neunhundertsechzig, das wird schon knapp. Er muss ja auch noch eine Tür rein. Na, es könnte gerade so hinkommen. Okay, gut. Jetzt haben wir einen Indoor-Pool. Immerhin. Und da machen wir jetzt trotzdem so ein Dach drauf. So ein durchsichtiges. So. Bisschen niedriger. Damit man da ordentlich Licht hat. Gut, wir haben noch ein bisschen Geld. So, na komm. Und jetzt erstmal eine ordentliche Tür, damit sie überhaupt reinkommt. Das sind lauter nette Türen. Wir könnten aber eigentlich so eine Glastür gebrauchen. Mal gucken, ob ich da eine preiswerte Glastür kriege. Die ist hübsch und billig. Es ist zwar nur teilweise eine Glastür, aber die würde zum Landhausthema sehr schön passen. Und das für eine Schiebeglastür. Mal gucken, wie das aussehen würde. Weil das passt, glaube ich, schon zum. Och, nee. Zum Swimmingpool-Thema. Ist ein bisschen teuer. Aber würde zum Swimmingpool sehr gut passen. Und jetzt schaue ich mal, was ich da noch an preiswerten Türen hinkriege. Fenstern meine ich. Die sind zwar preiswert, aber der Weißton ist zu grell. Und alle anderen sind, glaube ich, viel teurer. Na, zur Not mache ich einen blauen Rand. Was ist denn damit? Spiegelfenster. Das passt bestimmt. Ja, passt das genau oder ungefähr? Ich denke mal, das passt ungefähr. Und das ist auch billig. So. Später mache ich ihr natürlich auch noch ein schönes Gewächshaus. Auch so mit solchen Fenstern. So, ich denke mal, das muss erstmal reichen. Vielleicht noch ein paar Bodenfliesen.
Mal gucken, ob ich da was Bezahlbares finde. Oh, das ist ja hübsch. Das machen wir mal vorm Haus so als Weg. Aber hierfür ist es natürlich nicht geeignet. So. Die würden eigentlich passen, die antiken Steinfliesen. Aber vielleicht nehmen wir auch tatsächlich was richtig Steiniges. Das hatten wir doch eben, diese Mauerwerk. Mal gucken, ob da was Geeignetes dabei ist. Denn das darf ja schon ein bisschen ländlich wirken. Und es ist ja auch so halb draußen. Da sind die Steine. Hier haben wir was Tropisches. Lavazierde. Ich glaube, das ist. Nicht so geeignet. Großer Kies oder Holz, warmer Holzfußboden ist natürlich so eine Sache bei einem Pool. Nee, da sind Fliesen besser. Teppich ist erst recht nicht gut. Also ich möchte jetzt nicht so einen blitzblauen Swimmingpool-Stil. Ich denke, ich probiere es erstmal damit. Okay, das will nicht automatisch sich verteilen, dann muss ich es halt so ziehen. So. Oh, das Geld geht zu stark weg. Also gut, dann lassen wir den Rest ohne Boden. Erstmal. Also mit Betonboden. Teuer genug, dieser Swimmingpool-Palast. So. Aber wenn schon schneit, dann braucht sie hier traurig herumschwimmen. Braucht sie unbedingt einen Pool, wo sie indoor schwimmen kann. Ich guck mal, ob wir hier noch was verkaufen können, Frosch züchten und so weiter. Das Geld ist ja doch recht drastisch schnell davongeflossen. So, ja, so ein bisschen was kommt jetzt noch nach. Ein verdorbenes orangenes Ei. Ja, aber verkaufen können wir es noch. Und die Aubergine, die verkaufen wir auch mal. So. Zurück nach Hause. Wie wär's denn mit mal traurig rumschwimmen? Ah ja, jetzt hat sie es gemerkt, dass sie da einen tollen Pool hat. Und die da? War da noch was verdorben? Irgendwas Rotes? Nö. Eingemacht. Wollen wir die verkaufen vielleicht? Na, so dringend nötig haben wir es jetzt doch nicht. Gucken wir mal. Na, sie scheint jetzt doch hier schön traurig herumschwimmen zu können. Es ist zwar nicht wie in der freien Natur schwimmen, immer im Kreis rum. Vielleicht können wir den Pool ja noch vergrößern, wenn wir noch mehr Geld kriegen. Aber wir brauchen natürlich auch noch ein bisschen Platz für Kuhstall und ja, Lama-Stall sollten wir uns auch noch gönnen. Irgendwann mal. Mal gucken, ob das alles schon was geholfen hat. Nee. Ist ja merkwürdig. Normalerweise funktionieren diese Sachen alle recht gut,
und verringern die Zeit. Ja, jetzt ist er auf jeden Fall wieder glücklicher. Gut. Jetzt gucken wir mal. Spaß ist voll, Hydration ist voll. Das ist doch schon sehr viel wert. Und vielleicht machen wir irgendwann ihr Haus so groß, dass das eine direkte Tür zum Pool kriegt. Jetzt gucken wir mal. Naja. Da haben wir schon ordentlich zugebaut hier, ihr Grundstück. Naja, das Gewächshaus können wir, glaube ich, noch ein Stück weiter nach links schieben zur Not. Und ja, wir kriegen hier schon noch einiges unter. Da ist schon noch Reserve. Und wenn wir das Haus vergrößern wollen, können wir es ja auch mehrstöckig machen. Und so reicht es ja eigentlich von der Größe her völlig aus. Also wenn ich Single wäre und nicht meinen Arbeitsplatz im Haus hätte, würde mir das so in der Größe völlig reichen. Einen Arbeitsplatz hat sie ja hier im Prinzip, in ihrem Garten und mit den Hühnern und so. Die Hühner schlafen schon. Nur hier, du solltest mal ins Bettchen gehen, redet mal über Federpflege und dann ist hier schon wieder dreckig. Mal gucken. Leicht schmutzig. Dann solltest du hier gleich nochmal sauber machen. Damit es gar nicht erst wieder so ausartet. Und dann kannst du nochmal Futter verstreuen. Und hier unseren Hahn auch in den Hühnerstall schicken. Schupasa! Buesp! Wir könnten hier eine Mülltonne... Na, die Mülltonne ist nah genug. Da brauchen wir nicht extra eine Mülltonne beim Stall machen. So. Sehr schön. Tja, jetzt ist die Traurigkeit wieder dominant. Jetzt hat es auch noch Familiensehnsucht. Hey, die Familie war doch gerade zu Besuch, meine Liebe. Ja, jetzt ist sie wieder zufrieden. Sehr schön. Eigentlich wollte ich heute mit ihr angeln gehen. Mal gucken, wie müde sie ist. Vielleicht können wir noch ein klein bisschen angeln gehen. Zieh dir erstmal was Warmes an. So. Nehmen wir mal dieses. Dann machen wir eine kurze Angelrunde. Hierhin joggen. Und dann hier mit Köder angeln. Oh, wir haben nur noch die Pilze. Dann nimm den Wildpilz. Und ich guck mal, ob man schon wieder Frösche züchten kann. Jawohl. Denn ich wollte ja, dass sie düngt. Und mit dem Fisch düngt. Damit wir hier noch eine Weiterentwicklung machen können. Ja, gucken, wer am besten geeignet ist. Die wäre sehr gut geeignet. Die ist nämlich kurz davor. Und, na komm, zeig dich. Also kurz vor der nächsten Stufe. Und man kann sie düngen. Viele andere kann man ja gar nicht düngen, weil wir die kürzlich erst gedüngt haben.
Oh, und sie ist auch hungrig. Dann hoffen wir mal, dass sie bald einen Fisch fängt. Ja, sieht gut aus. Ja. Na, das war wohl nix. Jabberhorn, du sagst es. So, ich mache jetzt mal absichtlich nicht schneller. Sie würde dann zwar schneller einen Fisch fangen, aber dann würde auch die Nacht schneller fortschreiten. Und dann kriegt sie vielleicht Schlafmangel oder so. Ich hoffe einfach, dass sie jetzt bald einen netten Fisch fängt. Das würde ja schon reichen. Und ja, dann schicken wir sie düngen und hoffentlich weiterentwickeln. Und dann kann sie was essen und schlafen. Na komm. Irgendwas Tolles wird doch wohl anbeißen. Oh, lala. Das ist aber ein großes Opfer. Na, 51 Simoleons, das geht gerade noch so. Komm. Aber vielleicht fängt sie jetzt gleich noch ein. Ein kleinerer Fisch wird es ja auch tun. Gut, das lassen wir sie jetzt noch rausholen. Weil es ist eine Kiste. Okay. Gut. Ein Apfel. Oh, könnten wir einen Apfel anbauen? Wo ist denn ihr Zuhause? Da. So. Jetzt düngen wir hier erstmal. Nehmen wir den Lachs. Das ist schon eine luxuriöse Düngung. Das wird dann bestimmt was bringen. Ich gucke hier schon mal, was sie da noch zu essen hat. Milchbrot. Choripan. Da muss sie auch demnächst mal was kochen. Aber ich lasse sie erst mal dieses Choripan essen, nachdem sie veredelt hat. So. Frosch züchten geht noch nicht wieder. Und wo steckst du, meine Liebe? Ich hätte sie joggen lassen sollen. Oh ja, sie ist im traurigen Schleichmodus. Es schneit alles zu. Sie noch joggen. Hierhin joggen. Dann düngen. Jetzt müsste es schneller gehen. Ja. So. Jetzt kann sie veredeln. Also weiterentwickeln, meine ich. So, yes. Und dann kommt in der nächsten Stufe, ist das Choripan? Nee, sie will sich wohl wieder ein Milchbrot nehmen. Nimm dir mal ein Choripan. Na, ach. So. So. Ein Gericht nehmen. Ah, und der Rabatttag war erfolgreich. Das gucken wir uns auch gleich mal an, während sie isst. Wir hatten eine wunderbare Zeit und sie konnte alles tun, was sie geplant hatte. Ja, und wie viel haben wir jetzt zurückerstattet gekriegt?
Ich glaube, man kriegt da was zurück. Oh, habe ich nicht aufgepasst. Und vielleicht hat sie das schon um 0 Uhr zurückgekriegt. Nee. Und hier hat sie welche Probleme? Sie ist müde, ja, das ist klar. Das hier ist immer noch 2 Tage. Was macht der Hunger? Der ist gestillt, das ist gut. Dann räum das noch kurz weg. Und dann kannst du ins Bett gehen. Ja, und ich verabschiede mich mal von euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.